Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Innerhalb der Vorlesungsreihe des Steuerrechts sind wir heute bei Teil 8, wo ich euch etwas über die Leistungsart und den Leistungsort der Umsatzsteuer erklären möchte, anhand des Umsatzsteuergesetzes. Dazu werde ich zunächst auf die allgemeinen Schemata eingehen. Erstens das, warum die Umsatzsteuer denn ein durchlaufender Posten ist, und unter 1.2, was die Bestimmung, also der Sinn und allgemein auch die Festlegung der Umsatzsteuer ist. Danach kommen wir unter Punkt 2 zur Leistungsart, ehe wir zu Punkt 3, Leistungsort, kommen, bei dem ich euch auch ein von mir entwickeltes Schema präsentieren möchte und natürlich auch dementsprechend Erläuterungen und auch eine Übung dazu preisgeben möchte. Die Abkürzung, die ich dabei verwende, ist UST für Umsatzsteuer, VST für Vorsteuer, BMG ist die Bemessungsgrundlage, USTG, das Umsatzsteuergesetz, was die rechtliche Hauptgrundlage für die Umsatzsteuer natürlich darstellt, sowie Paragraph, Absatz, Satz und in dem Fall sogar auch mal Halbsatz als gängige juristische Abkürzungen. Eins, zwei, drei. Okay, also kommen wir zum Punkt 1, den Umsatzsteuerschematas. Erst einmal, natürlich behandeln wir den Umsatzsteuerbereich Deutschland, und hier beträgt, wie bekannt sein sollte, die Umsatzsteuer regulär 19% auf alle Leistungen. Natürlich gibt es von dieser Grundregel mehrere Abweichungen. Zum Beispiel gibt es natürlich, was auch bekannt ist, die ermäßigte Umsatzsteuer in Höhe von 7%, die auf manche Waren eintrifft. Es gibt allerdings auch Leistungen, die nicht einmal steuerbar sind und daher nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Das ist nicht dasselbe wie, dass sie nicht steuerpflichtig sind. Nicht steuerpflichtig heißt, sie unterliegen zwar der Umsatzsteuer, aber diese wird nicht erhoben. Steuerbar, das heißt nicht steuerbar, bedeutet, dass sie gar nicht erst umsatzsteuerrechtlich erfasst werden und daher gar nicht in diese Regelung fallen, ob da überhaupt eine Befreiung vorliegen müsste. Wie ich schon sagte, sind natürlich manche Leistungen umsatzsteuerbefreit, das ist natürlich auch eine Ausnahme. Die unterliegen natürlich demnach auch nicht der Umsatzsteuer. Und was auch noch wichtig zu wissen ist, dass die Umsatzsteuer regulär derjenige trägt, wer die Leistung in Rechnung stellt. Aber auch hier gibt es natürlich wieder Ausnahmen. Ja, da das jetzt schon etwas verwirrend komplex ist, hat man Schemata entwickelt, um etwas Klarheit und Übersicht in das ganze Besteuerungsverfahren zu bringen. Und über diese Schemata soll die Bestimmung über Art, Umfang und Umsatzsteuerschuldnerschaft vereinfacht werden. Und damit kommen wir zu Punkt 1.1 der Umsatzsteuer, ein durchlaufender Posten. Was ist erstmal ein durchlaufender Posten? Naja, das bedeutet so viel wie, dass Kosten entstehen, in der Regel jetzt hier durch die Umsatzsteuer, diese aber später wieder erstattet werden und deswegen rein rechnerisch gesehen am Ende plus minus null rauskommt. Das gilt natürlich nur für Unternehmer. Als Privatperson haben wir nicht die Möglichkeit, die Umsatzsteuer, die wir bezahlt haben, wiederzubekommen. Und dieses Schemata möchte ich euch einmal vorstellen. Was erstmal dabei wichtig zu wissen ist, ist, dass derjenige, der die Leistung erbringt, die darauf entfallende Umsatzsteuer an das zuständige Finanzamt abführen muss. In der Regel, wir haben gesehen, es gibt auch die Umkehrung, aber das ist der Regelfall. Ja. Dies berechnet er natürlich den Leistungsempfänger, sodass dieser an sich die Umsatzsteuer bezahlt. Und wenn er kein Endverbraucher ist, was ich gerade schon erwähnt habe, kann er sich die bezahlte Umsatzsteuer als sogenannte Vorsteuer, was nichts anderes ist außer die Umsatzsteuer, die erstattet wird, vom Finanzamt zurückholen. Ist er hingegen Endverbraucher, das ist jeder, der im Prinzip ein Kunde ist, der nicht umsatzsteuerpflichtig ist, oder halt eine Privatperson, die ist das ja auch nicht, dann hat er keinen Anspruch auf die Rückvergütung der gezahlten Umsatzsteuer als Vorsteuer. Das bedeutet im Prinzip, wenn mehrere Händler in Reihe geschaltet sind, wird nur wirklich einmal richtig Umsatzsteuer bezahlt. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Wie gesagt, da gibt es ein schönes Schema und das zeige ich euch jetzt mal. In dem Fall haben wir einen Großhändler, der für 1190 Euro ein Produkt an einen Zwischenhändler verkauft. Das ist ein Bruttopreis, das heißt 1000 Euro netto plus 190 Euro Umsatzsteuer. Er ist der, der die Leistung erbringt und muss deswegen die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen in Höhe von 190 Euro. Im Prinzip hat also, wenn wir jetzt bei dem Punkt stehen bleiben, der Zwischenhändler,
den Großhändler 190 Euro Umsatzsteuer gezahlt und der Großhändler zahlt diese wiederum dem Finanzamt. Der Zwischenhändler ist in der Regel vorsteuerabzugsberechtigt, weil er umsatzsteuerpflichtig ist, außer halt er hat eine Befreiung, aber das sind Ausnahmen, die möchte ich jetzt nicht schon direkt reinnehmen. Deswegen kann er die 190 Euro, die er an den Großhändler überwiesen hat, vom Finanzamt sich in Form der Vorsteuer zurückholen. Somit hat der Zwischenhändler im Prinzip gar keine Umsatzsteuer gezahlt, wenn man so möchte, weil er sie ja wiederkriegt, halt über den kleinen Umweg. Gut, der Zwischenhändler verkauft sein Produkt nun zu natürlich einem höheren Preis an den Einzelhändler, 1785 Euro brutto, entsprechend 1500 Euro netto, und darauf entfallen 285 Euro Umsatzsteuer, die der Zwischenhändler, der ja die Leistung erbracht hat in dem Fall, an das Finanzamt überweist. Und der Einzelhändler kann sich die 285 Euro, die er dem Zwischenhändler überwiesen hat, vom Finanzamt im Rahmen der Vorsteuer wiederholen. Nun gut, der Einzelhändler verkauft nun für 2000 Euro netto bzw. 2380 Euro brutto das erworbene Produkt an den Verbraucher. Der Verbraucher hat also in dem Fall 380 Euro Umsatzsteuer an den Einzelhändler überwiesen, dieser muss er abführen an das Finanzamt. Der Verbraucher ist halt der Endverbraucher, der nicht umsatzsteuerpflichtig ist und deswegen kann er sich nicht die 380 Euro Umsatzsteuer in Form der Vorsteuer Finanzamt wiederholen. Das heißt, wir haben im Prinzip hier drei Geschäfte, drei Leistungen, die umsatzsteuerpflichtig waren, aber nur aus der allerletzten ergibt sich wirklich eine Umsatzsteuerzahllast. Und zwar die der Einzelhändler trägt, aber der Verbraucher zahlt im Prinzip diese Last. Ja, das ist das System, warum die Umsatzsteuer ein durchlaufender Posten ist. Ihr seht, solange man von einem Händler zum anderen hat, ist im Prinzip, geht die Umsatzsteuer vom ersten weg, geht die Vorsteuer zum zweiten wieder hin. Das Finanzamt hat davon plus minus null, plus Verwaltungsaufwand. Nur beim letzten, wenn es irgendwann mal einen Endverbraucher erreicht, dann hat das Finanzamt wirklich Umsatzsteuer erhalten, wenn man so möchte. Kommen wir damit zur Bestimmung der Umsatzsteuer. Ja, da das System der Umsatzsteuerung halt recht umfangreich ist, ist es nötig und sinnvoll, ein Schema zu besitzen. Und daher wurde ein Schema entwickelt, welches an ein Bestimmungsschema erinnert, aber diese Vereinfachung der Bestimmungen darstellen soll. Zunächst einmal muss die Leistungsart bestimmt werden. Gleich vorweg, die ganzen Punkte, die wir jetzt sehen, gehen wir nach und nach an, auch nicht innerhalb der Vorlesung. Innerhalb der Vorlesung werden wir hier die Leistungsart machen. Nach der können wir dann den Leistungsort bestimmen. Die beiden Sachen machen wir jetzt hier, der Rest folgt später. Nach dem Leistungsort die Steuerbarkeit, von da aus die Steuerbefreiung. Dann, wenn es halt nicht steuerbefreit sein sollte, welcher Steuersatz anzuwenden ist. Dann die Bemessungsgrundlage, auf den sich der Steuersatz bezieht. Mit dem können wir natürlich ausrechnen, wie hoch die Steuerhöhe ist. Dann können wir schauen, wann die Steuer entsteht. Steuerschuldnerschaft, das heißt, wer hat die denn zu zahlen. Und zuletzt, ob da eine Vorsteuerabzugsmöglichkeit, wie in dem vorigen Schema dargestellt, möglich ist. Ja, das sind die 10 Schritte sozusagen, die wir komplett benötigen, wenn wir die Bestimmung der Umsatzsteuer durchführen wollen. Und wir schauen uns heute die ersten beiden Punkte an. Und ja, der Leistungsort ist eigentlich auch einer der umfangreichsten hierbei. Ja, und damit sind wir schon bei Punkt 2, der Leistungsart. Ja, was ist das? Naja, zunächst gilt es, die Leistungsart zu bestimmen, denn nach dieser richten sich alle anderen Dinge, die im Schema danach folgen. Klar, sonst wäre das Schema irgendwie falsch aufgestellt. Und bei Leistungsart müssen wir unterscheiden, ist es eine Lieferung oder eine sonstige Leistung. Eine Lieferung, die ist definiert in § 3 Absatz 1 und 4 des Umsatzsteuergesetzes. Und das Prinzip, jede Leistung, bei der die sogenannte Verfügungsmacht, das heißt das Eigentum, übergeht. Mal auf Deutsch gesprochen, das ist der Verkauf und Versand gegen Entgelt. Alles andere sind die sogenannten sonstigen Leistungen, geregelt in § 3 Absatz 9 und 9a des Umsatzsteuergesetzes. Und das sind halt alle Leistungen, die keine Lieferungen sind. Oder mal etwas logisch gesprochen, wo halt kein Eigentumsübergang stattfindet. Praktisch ist es halt das Ausführen von Dienstleistungen, ähnlichen Dingen, Transport von Sachen. Alles halt wirklich, wo kein Eigentum übergeht. Der Friseur, der einem die Haare schneidet,
Da gehen nicht die Locken, die er von einem absäbelt, auf einmal in sein Eigentum über. Nein, man bezahlt ihn dafür, dass er unsere Haare in eine vorgefertigte Form bringt. Tja, Leistungsart, wie gesagt, ging schnell und schmerzlos. Aufwendig wird's hier beim Leistungsort. So, was ist das? Na, das ist der Ort der Leistung und der regelt, wo die Umsatzsteuer eigentlich anfällt und ist damit die Grundlage zur Bestimmung, ob sogenannte Umsatzsteuer steuerbare Umsätze vorliegen. Das heißt also, ob da überhaupt wir uns noch im deutschen Umsatzsteuerrecht befinden oder nicht. Hierbei muss natürlich unterschieden werden, welche Leistungsart vorliegt und ob sich das Rechtsrecht auf das Inland, EU oder auf ein Drittland bezieht. Zudem gibt es noch viele Sonderregelungen, welche grenzwertige Fälle regeln. Das gibt verschiedene Sachen, Gas, Strom, Wasser, Dienstleistungen innerhalb von bewegten Orten wie Eisenbahn, Schiffen, Flugzeugen, Grenztransporte und so weiter. Alles, wo es halt nicht klar ist. Und vor allem, wenn wir uns natürlich vorstellen, dass wir einen bewegten Ort haben wie ein Schiff, das quer über den Pazifik fährt und meinetwegen verschiedene Länder ansteuert, ist jetzt der Leistungsort immer gerade da, wo es vor Anker geht. Und wenn es gerade nicht vor Anker ist, ist dann der Leistungsort, Ozean. Dazu hat man sich halt Gedanken gemacht und ja, mehr oder weniger sinnvolle Regelungen getroffen und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ja, da die Umsatzsteuer der Bestimmung des Ortes von dieser recht umfangreich ist, habe ich ein Schema entwickelt, das meines Erachtens eine starke Vereinfachung darstellt. Und die erste Frage, die wir uns hierbei stellen müssen, ist: Ist es eine Lieferung oder eine sonstige Leistung? Sollte es eine Lieferung sein, stellt sich die Frage, ist dies eine bewegte oder unbewegte Lieferung? Wenn sie unbewegt ist, das heißt der Gegenstand, wo das Eigentum übertragen wird, der bewegt sich halt nicht. Jemand geht hin und holt sich den einfach ab nach Einwilligung, versteht sich, ist es unbewegt. Dann ist die Frage, findet es innerhalb eines reinen Geschäftes statt? Was das ist, das kommt noch später. Erst einmal nehmen wir das so hin. Ist es halt nicht innerhalb von so einem reinen Geschäft? Landen wir bei Paragraph 3 Absatz 7 Satz 1 USDG, der besagt, der Ort sei da, wo sich der Gegenstand befindet. Gut, macht auch Sinn. Wenn jemand sagt, hier, ich verkaufe mein Fahrrad, das steht da bei mir vor der Haustür, und du sagst, okay, klar, soll ich es einfach abholen? Ja, klar, mach das. Dann ist halt der Leistungsort im Prinzip vor der Haustür des Kumpels oder wo auch immer. Okay, sollte es jedoch innerhalb eines reinen Geschäftes sein, müssen wir schauen, ist es vor oder nach der bewegten Lieferung? Reingeschäft sind, wie der Name sagt, mehr Geschäfte, die in Reihe sind. Und da gibt es immer eine bewegte und der Rest sind unbewegte Lieferungen. Ist die unbewegte, um die es hier geht, vor der bewegten, greift Paragraph 3 Absatz 7 Nummer 1 USTG, dann ist der Ort da, wo der Versand beginnt. Ist er danach, sind wir in der Nummer 2 desselben Paragraphen und das ist dann da der Ort, wo der Versand endet. Okay, sagen wir mal, es handelt sich immer noch im Bereich der Lieferung um eine bewegte Lieferung. Dann ist die Frage, ist man selbst Käufer oder Verkäufer? Ist man Käufer, kommt die nächste Frage, wo ist der Sitz des Verkäufers? Wenn er im Inland, also in unserem Fall Deutschland, sitzt, greift Paragraph 3 Absatz 6 Satz 1 USTG, das ist auch so ein Grundlagenparagraph, ihr werdet sehen, der taucht hier immer dann auf, wenn alle anderen, nehmen wir es mal, Sonderfälle nicht eintreten. Dann ist Ort da, wo der Versand beginnt. Das ist wie gesagt der häufigste Fall. Wenn ihr raten müsst, ratet auf das. So, ist der in der EU, greift Paragraph 3d Satz 1 USTG da, wo der Versand endet. Nehmen wir an, der Sitz des Verkäufers sei in einem Drittland, also außerhalb der EU. Dann ist die Frage, wer übernimmt denn die Einfuhr? Macht das der Käufer? Dann greift Paragraph 3 Absatz 8 USTG und der Ort sei da, wo das Drittland ist, beziehungsweise der Ort ist das Drittland. Macht der Verkäufer die Einfuhr, greift zwar auch Paragraph 3 Absatz 8 USTG, dann ist aber der Ort das Inland. Und wenn wirklich Inland, ja, nicht, weiß nicht, die Einfuhr war jetzt Hannover meinetwegen, dann ist der Ort nicht Hannover, sondern Inland. Ob das Sinn macht, ist eine andere Frage, aber gesetzlich ist das so geregelt. Gut. Sollten wir bei der sonstigen Leistung landen, kämen wir dann zur Folie Teil 3, das machen wir später. Wir kommen erstmal natürlich zu Teil 2 der Folie. Und das ist halt der Fall bei einer Lieferung, die
bewegt ist, allerdings man ist Verkäufer. Da gehen wir jetzt hin. Wir sind also der Verkäufer. Dann ist die Frage, handelt es sich um Lieferung von Gas, Elektrizität, Wärme oder Kälte? Ist das der Fall, greift § 3G die Absätze 1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes und der Ort ist da, wo tatsächlich genutzt wird. Also, wenn ich ein Unternehmen habe, sagen wir mal in Brüssel, oder machen wir es noch einfacher, bleiben wir in Deutschland, sagen wir in Dresden, und habe einen Energielieferanten, der sitzt in Chemnitz. Dann, aber der liefert meinen Strom, ich mache mir den Geschäft, aber der liefert meinen Strom in meine Außenstelle in Bonn. Und in Bonn wird dann auch wirklich der Strom verbraucht. Dann ist da der Leistungsort, in dem Fall Bonn, obwohl das Rechtsgeschäft ja städtetechnisch gesehen zwischen Dresden und Chemnitz stattfand. Okay, wenn es sich nicht um diese vier Dinge handelt, dann muss geschaut werden, wo der Sitz des Käufers ist. Hat er seinen Sitz im Drittland, sind wir wieder bei unserem Standardparagraf 3 Absatz 6 Satz 1 UStG, dort ist da, wo der Versand beginnt. Sitzt er jedoch im Inland, gilt auch wieder unser Grundlagenparagraf, da wo der Versand beginnt. Anders ist es, wenn er in der EU ist, das heißt, dann kann es anders sein. Hier ist dann erstmal die Abfrage wichtig, ob der Empfänger eine Privatperson ist oder nicht. Wenn er keine Privatperson ist, kommen wir wieder zu unseren Grundlagenparagraphen 3 Absatz 6 Satz 1 UStG, da wo der Versand beginnt. Ist es jedoch eine Privatperson, muss betrachtet werden, ob die Lieferschwelle überschritten ist. Auch was das ist, werde ich später noch näher darauf eingehen. Wenn sie überschritten ist, dann landen wir bei § 3c, die Absätze 1 bis 3 im Umsatzsteuergesetz. Ort ist da, wo der Versand endet, nennt sich auch innergemeinschaftliche Lieferung dann. Ist sie nicht überschritten? Tja, Ausschlussverfahren, landen wir halt wieder beim Grundlagenparagraf und wir sagen, da wo der Versand beginnt. So, kommen wir zum Teil 3. Das heißt also, wir sind jetzt aus dem Bereich der Lieferung raus, treten in den Bereich der sonstigen Leistung ein. Die erste Frage, die hierbei gestellt werden muss, ist es während der Beförderung an Bord eines Schiffs, ein Luftfahrzeug oder der Eisenbahn? Wenn ja, dann sind wir im § 3e Absatz 1 UStG und der Ort ist da, wo das Transportmittel gestattet ist. Ist es nicht bei einem solchen, muss trotzdem noch geschaut werden, ob irgendwie sich um Beförderung von Personen handelt. Ist das der Fall, sind wir im § 3b Absatz 1 UStG und der Ort ist da, wo die Beförderung tatsächlich stattfindet. Wenn es sich nicht um die Beförderung von Personen handelt, muss betrachtet werden, ob die Leistung irgendeinen Zusammenhang mit Gebäuden oder Grundstücken steht. Ist dies der Fall, sind wir im § 3a Absatz 3 Nummer 1 UStG und der Ort ist dann da, wo die Leistung tatsächlich stattfindet, sprich da, wo das Gebäude sich oder das Grundstück sich befindet. Ist das nicht der Fall, muss gefragt werden, ob es sich um eine kulturelle, wissenschaftliche, unterrichtende, sportliche Tätigkeit oder die Abgabe von Speisen und Getränken handelt. Ja, dann sind wir im § 3a Absatz 3, allerdings diesmal Nummer 3 des Umsatzsteuergesetzes und der Ort ist da, wo tatsächlich ausgeführt wird. Nein, ist der Empfänger dann ein Unternehmer wenigstens? Wenn ja, sind wir im 3a Absatz 2 Umsatzsteuergesetz. Der Ort ist da, wo Empfänger seinen Sitz hat. Und wenn nein, sind wir im 3a Absatz 1 UStG. Ort ist da, wo der leistende Unternehmer seinen Sitz hat. So, dieses ausführliche Schema ist eigentlich eine starke Verkürzung des Gesetzes. Interessant, sie ist nicht inhaltlich verkürzt, aber durch dieses Abfrageschema, wenn man so möchte, kommt man meines Erachtens sehr, sehr schnell und ohne die ganzen Wirrnisse im Gesetz zu den richtigen Leistungsort. Einen einzigen Sonderfall habe ich rausgelassen, da geht es um eine Sonderregelung bei Vermietung von Motorsportbooten. Halte ich jetzt nicht für relevant und zu komplex. Und ich denke auch nicht, dass es lange Bestand haben wird, weil es scheint mir einfach nicht sinnvoll. Ansonsten, wenn wirklich dieser Fall mal auftreten sollte, innerhalb der Paragraphen werdet ihr auch das finden im § 3a folgende. Okay, jetzt haben wir gelernt, wie wir den Leistungsort bestimmen. Und jetzt kommen, wie versprochen, noch die Erläuterungen dazu. Und zwar, was hat das mit dieser Lieferschwelle auf sich?
Ja, die steht im Paragraphen 3c Absatz 3 Nummer 1 des Umsatzsteuergesetzes und da steht, dass diese 100.000 Euro beträgt und es wird geregelt, was die Lieferschwelle ist. Und zwar muss man sich das so vorstellen, wenn ein Unternehmer ein Jahr mehr als 100.000 Euro innergemeinschaftlich geliefert hat, also in andere EU-Länder, dann ist diese Schwelle überschritten. Und dann ist, wenn wir in dem Schema sind, zu schauen, hat er nun die 100.000 überschritten oder nicht? Also damit die Frage, ist dann die Lieferschwelle überschritten oder nicht? Ja, was ist ein Reingeschäft? Das ist ein bisschen umfangreicher. Von der Logik her hatte ich es ja schon erklärt, wenn mehrere Unternehmer Verträge miteinander haben und ein Käufer erwirbt nicht bei dem eigentlichen Lieferer, also den ersten Unternehmer, in der Regel der Hersteller, sondern einen der nachgeschalteten, welcher die Lieferung an sich übernimmt, dann liegt ein Reingeschäft vor. Also wenn A an B, an C, an D was verkauft und die Regelung ist, wir kaufen bei D ein, der hat das aber nicht auf Vorrat, sondern A stellt es her, ein anderer liefert es, dann sind wir zum Beispiel ein Reingeschäft. Ja, nehmen wir das Beispiel, was ich gerade hatte. Unternehmer A liefert an B, dieser an C, der an D und der an E. Letzterer ist ein Einzelhändler, bei dem die Käufer einkaufen. C ist hier derjenige, der die tatsächliche Lieferung an den Kunden übernimmt, deswegen hat er da diesen kleinen LKW. Okay, das wäre das mal aufgezeichnet. So wird das aussehen. Der Warenweg ist im Prinzip von A nach E. Wir kaufen bei E. Aber C ist der, der wirklich zu A fährt, die Sache holt und zu E, das heißt zu den Kunden von E bringt. Erstens, ganz, ganz wichtig, hier ist bei, dass man die bewegte Lieferung erkennt und bestimmt. Wir haben ja im Prinzip vier Lieferungen, und zwar zwischen A und B, B, C, C, D, D, E. Und jetzt ist die Frage, welches denn die bewegte? Und das ist immer diejenige, die zwischen den Unternehmer, der fährt, und dem Unternehmer, von dem er die Ware bezieht, stattfindet. Ja, in unserem Fall ist ja C, der fährt, erhält die Ware von B. Deswegen ist von B nach C unsere bewegte Lieferung. Alle anderen Lieferungen sind unbewegt. Jetzt gilt, bei allen Lieferungen vor der bewegten greift § 3 Absatz 7 Nummer 1. Die haben als Leistungsort da, wo der Versand beginnt. Ebenso die bewegte Lieferung, allerdings die nach § 3 Absatz 6 Umsatzsteuergesetz, haben den Ort, wo der Versand beginnt. Bei allen Lieferungen nach der bewegten gilt § 3 Absatz 7 Nummer 2 und die haben Leistungsort den Ort, wo der Versand endet. Also wenn wir jetzt unser Schema oben schauen, die bewegte hat den Ort A, die unbewegte, die vor der bewegten liegt auch. Und ja, die anderen beiden Unbewegten haben den Ort, wo der Versand endet, E. Gibt noch eine Sonderregel. Das, was wir jetzt betrachtet haben, war ohne den Nachweis, dass Unternehmer Beförderer ist. Also keiner weiß, dass C wirklich der Beförderer ist. Er hat dann nicht den entsprechenden Nachweis für, wie auch immer der geführt sein soll, sei dahingestellt. Das wird auch im Gesetz nicht näher erläutert. Es gibt allerdings eine Sonderregel. Und zwar, wenn der Unternehmer, der den Transport vornimmt, in unserem Fall also C, einen Nachweis hat, dass er Beförderer ist, so ist die bewegte Lieferung zwischen ihm und dem Unternehmer, welcher ihm im Reingeschäft nachgeschaltet ist. Das steht in § 3 Absatz 6 Satz 7 Halbsatz 2. Wenn wir das also schematisch aufzeichnen, sieht so die Sache aus. Wenn er den Nachweis hat, dass er Beförderer ist, da dreht man den Wagen einfach mal optisch gesehen rum. So, wir hatten, wenn ihr betrachtet, von A nach B, das ist gleich geblieben, das ist eine unbewegte Lieferung, der Ort ist A. Von B und nach C war ohne Nachweis die bewegte, klar von dem, wo er es her hat, zu ihm. Jetzt im Mitnachweis ist er sozusagen zu dem, ihr, der ihm nachfolgt, zwischen C und D ist jetzt die bewegte. Und deswegen ist auch die Lieferung vor ihm, also zwischen B und C, unbewegt und hat den Leistungsort A, die bewegte ja auch. Und wir haben nur noch eine unbewegte, die nach der bewegten erfolgt und das ist zwischen D und E und da ist der Leistungsort E. So, jetzt habe ich euch viel erzählt und
habe euch eine wunderbare, wenn auch zugegebenermaßen aufwendige Übung gestellt. Mit der einfachen Aufgabe, stellt bei folgenden Fällen unter Angabe der gesetzlichen Grundlage die Leistungsart und den Leistungsort fest. Ja, hier seht ihr ABCD mit einigen Unterpunkten. Am besten, ihr macht das tabellarisch, müsst ihr aber nicht. Ich habe das für mich so gemacht. Ich wünsche euch viel Erfolg. Am besten, ihr haltet das Video an. Die, die meine Videos schon kennen, wissen, ich bringe dann zur Lösung und wir vergleichen. Auf jeden Fall, ganz viel Erfolg. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Ist gar nicht so schlimm, wenn man es einfach mal macht. Okay, kommen wir zur Lösung. Genau genommen zum ersten von zwei Teilen. Wie schon angekündigt, werde ich das tabellarisch machen. Einfach den Fall, Leistungsart, Leistungsort. Fall A1. Leistungsart, die ist festgelegt in § 3, Absatz 1 und 4, ist eine Lieferung, wenn man genauer sein möchte, ein innergemeinschaftlicher Erwerb. Und in dem Fall ist der Leistungsort § 3d, Satz 1, bei dem innergemeinschaftlichen Erwerb, wo der Versand endet, also Hamburg. A2. Leistungsart, hier in § 3 Absatz 1 und 4 wieder, Lieferung, allerdings hier ist nur ein Vorweis, der aus dem Drittland kam. Da greift § 3 Absatz 8, der Ort ist da, Ort ist, der Einfuhr durch den Verkäufer, das Inland. A3, das ist wieder eine Lieferung, ich lasse mal den Paragraphen hier weg zu nennen, bei Lieferung sollte er jetzt bekannt sein. Leistungsort, der ist hingegen wieder interessant. Den finden wir in § 3 Absatz 6 Satz 1. Unsere Grundlagenregel, da wo der Versand beginnt, also München. B1. Ja, Lieferung, ne, ganz einfach. Leistungsort, auch hier greift die Grundlagenregel § 3 Absatz 6 Satz 1. Da wo der Versand beginnt, in dem Fall Münster. Bei B2 sind wir wieder bei der Lieferung, genauer genommen des innergemeinschaftlichen Erwerbe, der innergemeinschaftlichen Lieferung. Leistungsort ist § 3c, Absatz 1 bis 3. Der Ort ist da, wo der Versand endet, Frankreich. B3, wieder eine Lieferung. Und hier greift § 3, Absatz 6, Satz 1, Grundlagenregel, da, wo der Versand beginnt, also Münster. Bei B4 sind wir wieder bei der Lieferung, was die Leistungsart angeht. Der Leistungsort ist wieder die Grundlagenregel, da wo der Versand beginnt, Münster. Wie ihr seht, es geht recht flott von der Hand, wenn man sich an das Schema hält. Okay, C1. Leistungsart ist hier nicht die Lieferung. Abwechslungsreicherweise habe ich auch mal eine sonstige Leistung reingenommen, nach § 3 Absatz 9. Leistungsort ist geregelt in § 3a Absatz 1, da wo das leistende Unternehmen seinen Sitz hat, das ist in dem Fall hier Aachen gewesen. C2 ist natürlich wieder eine sonstige Leistung und der Ort ist hier geregelt in § 3a Absatz 2, da wo der Empfänger seinen Sitz hat, sprich Österreich. Okay, zweiter Teil der Lösung ist D, bei dem es sich, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, um ein Reingeschäft handelt. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben. Schauen wir uns das mal an. Also, Milky, wenn wir den Text lesen, handelt mit Luminos, der mit Cassiopeia, der wiederum mit Jupiter. Der Wagenweg selbst wäre von Milky zu Jupiter. So, wenn wir dann weiterlesen, sehen wir jedoch, dass Cassiopeia den Transport übernimmt und dass dieser keinen erforderlichen Nachweis hat, dass er halt wirklich der Lieferer ist. Tja, jetzt haben wir eigentlich alle Angaben, die wir brauchen, um loszulegen, den Ort zu bestimmen. Erst einmal bestimmen wir die bewegte Lieferung. Das ist immer der, der fährt, Cassiopeia, ohne Nachweis, der von dem, was hat, in dem Fall Luminos. Hätte er einen, wäre es die zwischen ihm und Jupiter. Also von Luminos zu Cassiopeia ist die bewegte Lieferung. Da es nur eine bewegte in ein Reingeschäft geben kann, gebietet die Logik, dass der Rest unbewegt ist. Ja, und jetzt ist einfaches Zitieren von Paragraphen. Bewegte ist im § 3 Absatz 6, da wo der Versand beginnt, also Braunschweig, wo Milky seinen Sitz hat. Alle Unbewegten davor
sind auch da, wo der Versand beginnt, in dem Fall Braunschweig, als § 3 Absatz 7 Nummer 1. Und die Unbewegten, die nach der Bewegten sind, ist da, wo der Versand endet, in dem Fall Leipzig, geregelt in § 3 Absatz 7 Nummer 2. Leistungsart wäre hier natürlich 3 Lieferungen. Das habe ich jetzt gar nicht dazu geschrieben, fällt mir auf. Wäre aber eigentlich noch wichtig hinzuschreiben. Ja, damit sind wir eigentlich durch das Thema durch. Ich hoffe, es war ganz interessant und die Menge an Informationen und Details, die man leider hier beachten muss, waren hoffentlich nicht zu schwerwiegend und ich konnte es euch so erklären, dass es nachvollziehbar ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Über positive Bewertungen und sowas freut sich jeder, ich natürlich ganz besonders. Und sage euch jetzt noch ein wunderschönes Tschüss!